Sehr geehrter Herr Botschafter der Republik Türkei, werte Gäste, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Ich werde heute Abend Sie, werte Gäste, auf Türkisch begrüßen. Herr Fischmann setzt in deutscher Sprache fort. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Büyükelçisi Ozan Ceylan, değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Sizleri burada piyano galerimizde selamlamaktan onur duyuyorum. Bu organizasyon Avusturya-Türkiye İşbirliği Kuruluşu'nun birkaç defa düzenlediği, birkaç adımlı bir organizasyonun son adımı. Avusturya-Türkiye İşbirliği Kuruluşu bundan böyle faaliyetlerine Avusturya liselerle beraber devam edecek. Biz Avusturya liseliler ülkelerimizin arasındaki insani ilişkilere, insanlarımızın arasındaki güzel buluşmalara, ilişkilere önem veren bir kuruluş olarak bundan onur duyuyoruz. Bu sıcak havada, bu boğucu havada buralara kadar gelip bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu akşam burada çıkacak olan sanatçılarımızı hepinizin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun kısa zamanda bu güzel davetiyesini hazırlayan grafikçi, Münih'ten yardımımıza koşan Sanki Ortu kardeşimiz Arife Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerimizin her gün daha iyiye gitmesi, birbirimizi anlamamız, birbirimizi sevmemiz ve birbirimize daha sıkı sarılmamız ümidiyle hepinize çok güzel bir müzikli ve edebi bir akşam diliyorum. Saygılarımı sunarım. Als Verein ÖGZ, den es leider nicht mehr gibt. Wir mussten vor einem halben Jahr unseren Betrieb einstellen. Wir haben aber ein Programm begonnen, das mit der heutigen Veranstaltung sozusagen ausläuft. Wir haben unter dem Titel von Bosporus an die schöne blaue Donau eine Serie von Musikveranstaltungen gemacht. Drei beginnend 2019. Haben wir begonnen, durch die Corona-Epidemie etwas verzögert. Wir haben diese Veranstaltungsserie gemacht, zusammen mit Damen, türkischen Damen, die in Wien leben und arbeiten von der Musikhochschule. Wir haben das Programm-Archiv dabei gehabt, das uns sehr geholfen hat und auch eine Veranstaltungen im Rahmen der Serie gemacht hat. Und wir haben besonders zu danken Frau Dr. Melike Atalay, die jetzt nicht mehr in Wien ist, die beruflich in Würzburg ist. Sie hat die künstlerische Leitung dieses ganzen Programms übernommen. Und wir haben unsere allererste Veranstaltung in der türkischen Botschaft gehabt, in dem wunderbaren großen Saal, der damals ganz voll war. Damals schon dabei eine der Musikerinnen, die heute bei uns ist. Und ja, wir haben uns gedacht, nutzen wir doch die Möglichkeit, die restlichen Finanzen, die ÖTZ noch hatte, gemeinsam mit dem St. Georgs Absolventenverein. Danke dir, lieber Gina, für deine freundschaftliche Zusammenarbeit.
diese Veranstaltung noch zu machen. ÖTZ gibt es nicht mehr, aber es gibt die österreichisch-türkische Zusammenarbeit von Menschen wie uns, die hier sind, die sich nicht von verschiedenen Großwetterlagen beeinflussen lassen, hier und da, sondern die von Mensch zu Mensch, im Besonderen im Bereich der Kultur, der Musik, der Literatur, Projekte machen, zusammenkommen, miteinander reden und Freundschaften schließen. In diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten, aber damit ich nicht zu lange werde, für das heutige Programm ist im Wesentlichen Frau Dennis Gür verantwortlich. Sie war, wie gesagt, schon beim allerersten Konzert in der türkischen Botschaft dabei. Sie hat in Wien seit 2012 studiert an der Musikhochschule, Musikuniversität, und sie hat das musikalische Programm für heute zusammengestellt. Sie hat sich gewünscht, eine Begleitung, eine Violinbegleitung, das ist, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Tianay Tulenova aus Kasachstan, und wir haben eine österreichische Legende, Mercedes Echerer, Schauspielerin und vieles andere mehr, die ein besonderes Projekt auch mit uns, mit dem ÖTZ gemacht hat, die sogenannten Kopfreisen nach Istanbul, eine Sammlung von Literatur, deutschsprachiger, türkischsprachiger, über die Stadt Istanbul, gelesen in beiden Sprachen, als Hörbuch veröffentlicht, und Mercedes, du kannst dann vielleicht sagen, wo man das heute noch bestellen kann. Das sind die drei Damen, die das heutige Programm bestreiten. Wie Sie sehen, wir sind wirklich international, was mich ganz besonders freut. Ich möchte mich auch noch bedanken bei der Klaviergalerie, bei diesem wunderbaren wunderbaren Einrichtung hier, die uns diesen Raum nicht ganz kostenlos, aber zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass wir auch unter den Bedingungen der Pandemie eine Veranstaltung machen können. Ich halte Sie jetzt nicht länger auf. Ich bitte Dennis an die Arbeit. Viel Spaß!
Fischernetze werden eingezogen. Die Füße einer Frau berühren das Wasser. Thank you.